Willkommen bei Mystery Box. Heute widmen wir uns einem Interneträtsel, den ich rein zufällig bei der Ideensuche für das nächste Video gefunden habe. Es ist ein neues Format, was ich auf meinem Kanal versuchen möchte, wo ich die Videos genauer analysiere und euch mehr Hintergrundinformationen präsentiere. Zuerst möchte ich erwähnen, dass wenn ich auf meinem Kanal eine paranormale Internetstory wie diese hier präsentiere und die Fakten dazu schildere, heißt es nicht, dass ich persönlich an sie glaube. Mein Ziel ist, nicht den Zuschauer davon zu überzeugen, dass solche Geschichte wahr ist, sondern mein Ziel ist, alle Informationen und verfügbares Bildmaterial chronologisch darzustellen und anschließend zu analysieren, damit der Zuschauer am Ende des Videos sich selber seine eigene Meinung bilden kann. Diese könnt ihr mit anderen Nutzern unten in den Kommentaren teilen. Ich lese sie auch gerne, aber bitte denkt daran an den respektvollen Umgang miteinander. Am Ende werde ich über die Endergebnisse der Analyse berichten mit einem finalen Verdikt, ob es nun fake oder real ist. Dies wird aber halt meine eigene Meinung sein, die ich mit Argumenten, soweit es geht, belegen werde. So, dass dies nun gesagt wurde und ich hoffe, dass alle es verstanden haben, was ich meine, ohne weitere Umschweife fangen wir an. Die Story heißt The Slamming Door, auf Deutsch sinngemäß übersetzt heißt es dann Die zuschlagende Tür. Die Geschichte befasst sich mit einem Mann, der in Polen lebt. Er ist der Meinung, dass sein Haus durch einen Dämonen heimgesucht wird. Er hat sich dazu entschieden, die Geschehnisse auf Video zu dokumentieren. Es gibt auch schriftliche Beiträge von ihm zu dieser Sache. Den Link zu seinem Blog und YouTube-Kanal werde ich euch unten in der Beschreibung verlinken. Um besser zu verstehen, worum es geht, schauen wir uns einen Clip an. Kurwa, jeszcze nie teraz, jak w sobotę. Kurwa mać. No nie, bo dobra, powiem, żeby tu wrócić. Za chuj. Ich finde seine Hyperventilation zumindest glaubhaft. Es ist dennoch viel zu einfach, solchen Effekt mit ein paar versteckten Fäden zu erreichen und einer weiteren Person, die sich außerhalb des Kamerawinkels befindet. Dieselbe Meinung waren auch die Leute auf dem polnischen Forum Wikop. Deswegen hat er diesmal mehrere Kameras aufgestellt, um mehrere Winkel zu zeigen. Auf der nächsten Aufnahme zeigt er uns, wie der angebliche Dämon die Vorhänge runterzieht.
Auf seinem Blog kann man lesen, dass er einen Priester bestellt hatte, um das Haus zu weihen. Er berichtet, dass nach den Weihen die seltsamen Geschehnisse aufgehört haben. Aber als er von einem Arbeitstrip eine Woche später nach Hause kam, sah er dies. Zamykam tu coś, żeby zrobić miejsce. O. A dalej nie jest lepiej. Straty to idą w tysiące, to kurwa. Sprzęt rozjeba. Der letzte Clip wird euch einen großen Hinweis geben, ob das Ganze nun echt ist oder nicht. Man wird nicht auf solche Art und Weise ohnmächtig, dass der Oberkörper steif bleibt, aber der Riss irgendwie ausfällt. Naja, mit dieser Aufnahme hat er halt übertrieben. Bei der weiteren Recherche auf dem polnischen Forum habe ich übrigens herausfinden können, dass er das Ganze gemacht hat, um sich für ein Filmstudio zu bewerben. Ein Alias auf dem Forum ist BQP. Nettes Projekt, aber definitiv fake.